Wenn man so manchen Redakteurenden öffentlich-rechtlicher Anstalten beim Meinungsspenden zuhört, fragt man sich als fundamentalistischer Demokrat unwillkürlich, auf welcher Schule solche Menschen eigentlich ihren Sozial- bzw. Gemeinschaftskundeunterricht bekommen haben oder aber von was für einer ideologisch gefestigten Versager-Inx sie politisch da indoktriniert wurden. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res zur politischen Meinung. Jüngstes Beispiel einer solchen fehlgeleiteten Haltung: Mario Kubina von der ARD. Er behauptet doch schlicht, der Streit innerhalb der Ampelregierung Olaf Scholz schade der Demokratie. Hat diesem Mann, der was mit Medien macht, niemand erklärt, dass die Demokratie von der Debatte, vom Ringen um bessere Argumente und dem Sammeln von Mehrheiten für diese Argumente lebt? Hat er nie gehört, dass man dazu seine Meinung in argumentativ unterfütterte Begründungen gießen und den anderen Parteien vorhalten muss? Hat ihm nie jemand beigebracht, dass das Finden eines gangbaren Weges in einer pluralistischen Gesellschaft mit dem Streit um die beste bzw. die von allen gemeinsam getragenen Lösungen für eine Situation ausgezeichnet ist? Kubina scheint von Machtfantasien à la Basta oder auch Nun ist es halt mal so zu träumen, die ihm langwierige und manchmal auch zermürbende Prozesse der Abstimmung zwischen Menschen ersparen könnte. Der autoritäre Charakter solcher Entscheidungen à la Ordre de Mufti scheint ihm überhaupt nicht klar zu sein. Es hat schon fast eine faschistoide Anmutung, was er da so sagt. Einigung erreicht man nicht dadurch, dass man so tut, dass man miteinander harmoniere. Einigung erreicht man dadurch, dass man zeigt, wo man steht und dadurch, dass man als Demokrat erkennt, bis wohin man den anderen argumentativ zu sich ziehen kann und bis wohin man dem Gegenüber in seiner Position entgegenkommen muss. Und diesen Vorgang auch noch transparent zu machen und die Bevölkerung am Ringen um diese Position teilhaben zu lassen, das nennt man dann tatsächlich politische Willensbildung. Unglaublich, oder? Und da wir gerade davon sprechen, diese politische Willensbildung wird sogar im Grundgesetz erwähnt. In Artikel 21 steht ausdrücklich, Zitat: Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Zitat Ende. Und genau der Streit, das Ringen, und zwar transparent, ist eben diese demokratischen Grundsätze. Und nur dadurch, dass man das öffentlich und transparent macht, kommt es doch zur politischen Willensbildung des Volkes. Denn das Volk hat nur dadurch die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie der Argumentation der einen Partei oder der anderen Partei folgen möchte. Und da steht nichts im Grundgesetz, dass die Parteien bzw. deren Abgeordneten und Mehrheitsbeschaffer per UKAS den politischen Weg undebattiert festlegen und durchsetzen. Das hätten vielleicht manche gerne, ja? Unter anderem eventuell auch dieser Herr. Auch die große Angst des Herrn vor einer vermeintlichen Gefahr für die freiheitliche Grundordnung rechtfertigt keine undemokratischen Verfahren. Nur um eine chaotisch agierende Regierung an der Macht zu halten und nur nicht weiter Unzufriedenheit der Bürger bzw. der Wähler zu provozieren. Das ist wie den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Das ist absurd.
Wenn überhaupt, haben eben die Beteiligten an der Macht, um Positionen so lange zu ringen, bis ihre Projekte tatsächlich rechtlich und gesellschaftlich tragfähig sind. Einigkeit und Harmonie vorzugaukeln, nur weil eine Europa- oder Landtagswahl bevorsteht, nur um sagen zu können, ach, wir haben einen Haushaltsgesetzesentwurf beschlossen, um sich dann im Nachgang doch noch an die Baustellen der Entwürfe heranzuwagen, ist zwar tatsächlich massiv dazu geeignet, Politikverdrossenheit zu fördern, aber eine echte Ruhe in der Bevölkerung bringt das nicht, sondern im Gegenteil, es wird dann nachher noch schlimmer. Deshalb aber die öffentliche Debatte, das erkennbare Ringen, um eine belastbare und rechtlich einwandfreie Regelung einzustellen, ist alles andere als demokratieförderlich. Es zeigt nur, dass es eben Menschen gibt, die ihren Mitbürgern in der Demokratie die Fähigkeit zur eigenen Meinungsbildung absprechen wollen und sich selbst als Nabel des politischen Denkenkönnens zu sehen. Solche Menschen, solche Kubinas, sind die eigentlichen Totengräber demokratischer Verhaltensweisen und demokratischer Kultur. Man sollte und muss ihnen scharf entgegentreten. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei der politischen Meinung. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Lassen Sie mir bitte gerne ein Like da. Teilen Sie mir Ihre Meinung zum Thema in den Kommentaren unten mit. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Verbreiten Sie gerne unsere Videos. Schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.